angenehm temperiertes Schlafzimmer. Mit Hilfe des offenen Kühlschranks kein Problem. Oder? Der Kühlschrank wäre nichts ohne sein Kühlmittel, Isobutan. Das steckt hier hinten in den Rohren. Und das Besondere an Isobutan ist, dass es schon bei minus 12 Grad verdampft, also als Gas herumschwirrt. Wäre da nicht dieser Kompressor? Der presst das Isobutan unter Druck in seine flüssige Form zusammen und der Kühlvorgang kann starten. Das nun flüssige Isobutan, auch Fluid genannt, nimmt nun ohne Druck seinen Weg in den Kühlraum. Und dort macht es das, was Isobutan am besten kann. Es wird zu Gas. Und wie jede Flüssigkeit, die zu Gas wird, nimmt sie dabei Energie auf. Und diese Energie nimmt sie von der Umgebung, und zwar in Form von Wärme. Der Innenraum wird kalt. Dasselbe Prinzip kennen Sie beim Schwitzen. Um überschüssige Wärme loszuwerden, schickt der Körper Flüssigkeit nach draußen, die dann die Wärme der Haut beim Verdampfen mitnimmt. Am Ende der Rohrleitung liegt Isobutan als Gas vor und das ist wärmer, also energiereicher geworden. Kein Wunder, es steckt ja die ganze Wärme des Kühlschranks drin. Da es den Kühlschrank aber weiterhin kühlen soll, muss das Isobutan wieder verflüssigt werden. Hier kommt also wieder unser Kompressor ins Spiel. Der presst das Gas wieder zu einer Flüssigkeit zusammen. Die Energie, die das Isobutan im Kühlschrank aufgenommen hatte, gibt sie jetzt wieder auf dem Weg zur Flüssigkeit ab. Wieder in Form von Wärme. Und zwar auf der Rückseite des Kühlschranks. Da wird es nämlich richtig warm. Der Kühlschrank produziert also keine Kälte, sondern er transportiert über das Isobutan die Wärme einfach nur von innen nach außen. Das ist das Prinzip einer Wärmepumpe. Und je mehr Wärme er innen rausnimmt, umso wärmer wird es außen. Das heißt, bei geöffneter Kühlschranktür wird ein Zimmer nicht kälter.